Hallo zu einem neuen Video. Ja, eigentlich wollte ich heute nicht auf den Flohmarkt. Irgendwie hatte ich keine Lust. Ja, mein Bruder hat mich überredet und ihr werdet staunen, was wir alles gefunden haben. Wie ich sagte, ich wollte eigentlich heute Morgen nicht auf den Flohmarkt. Irgendwie hatte ich keine Lust, weil der Flohmarkt, wo wir, der war oder ist, ja, ist eigentlich sehr händlerorientiert gewesen. Privatleute sind zwar auch, aber waren beim letzten Mal so wenig, dass es sich echt nicht gelohnt hat, obwohl der riesig war. Also das ist so ein Ikea-Parkplatz voll gewesen. Ja, aber wie es dem so kam, war, ja, wie soll ich sagen, ja, wir sind doch hingefahren und haben eine Menge gefunden und ihr könnt sehen, also ich bin richtig rot geworden. Ich hoffe, ich habe keinen Sonnenbrand bekommen, weil die Sonne ist super gut geschienen und es war richtig warm. Wahnsinn. Hinterher habe ich erfahren von meiner Tante, bei ihr in der Nähe war auch ein kleiner Flohmarkt, da wäre ich vielleicht auch noch vorbeigefahren, weil es in der Nähe war. Wusste ich nicht, ich muss mal ein bisschen mit ihr reden. So kommt es immer eins zum anderen. Ja, und wie gesagt, zum Glück habe ich mich überreden lassen. Wir haben echt eine Menge toller Sachen gefunden. Fast alles dabei, was man so will. Ja, von Games, Büchern, ihr werdet gleich selbst staunen. Ganz kurz noch zum Anfang möchte ich noch eine Sache ja, loswerden, weil das auch so ein bisschen mitgeteilt wurde. Ich möchte einfach nur erstmal hier die Flohmarktfunde zeigen. Ich mache keine Live-Aufnahmen auf dem Flohmarkt. Ich habe gar nicht die Ausrüstung dafür. Ich habe nur ein Tablet, was ich als Handy auch benutze. Damit kann ich zwar zu Hause filmen, aber ich möchte da nicht so auf dem Flohmarkt rumlaufen. Und ja, auch Fotos, das habe ich gar, das ist, möchte ich gar nicht so gerne. Irgendwie fühle ich mich da nicht wohl bei. Aber ich kann auch gar nicht so viel gucken dann. Also deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch lieber nur meine Flohmarktfunde. Und ja, und ich hoffe, dass ihr das dann mögt, mir auch ein Like da lässt. Wenn ihr es nicht mögt, dann seltsamerweise haben die Flohmarkt-Videos öfter mal ein Dislike, also weil ich ja nur Flohmarkt-Sachen zeige, ich zeige ja nur Sachen. Schreibt mir doch, was ihr disliked. Was mögt ihr nicht? Mögt ihr nicht meine Art oder? Na egal, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es sind doch geile Teile, die ich hier hoffentlich gefunden habe. Und darüber wollen wir reden, das ist das Wichtige. Und ich werde das ein bisschen durcheinander zeigen, nicht von, weil ich durchs Reinigen schon einiges wieder ein bisschen durcheinander gebracht habe, aber ich versuche die Preise noch ein bisschen zusammenzuhalten, um zu sehen, was wir so bezahlt haben. Ein bisschen Rabatte sind dabei gewesen, deswegen sind das jetzt nur so Durchschnittswerte. So, fange ich an mit Toys, beziehungsweise Toys, was war es? Lego. Mein Bruder, ich gucke runter, weil ich hier unten alles aufgebaut habe. Ja, ihr wisst, mein Bruder liebt Lego ohne Ende. Ich habe in meinen ganzen Pickup-Videos ja schon immer Lego gezeigt und auch in den nächsten Videos wird das immer sein. Naja, und so haben wir auch ein paar Sachen gefunden. Und zwar als, also im Originalzustand. Und zwar einmal diesen Lego X-Wing. Der kostet regulär neu 50 Euro. Der ist wirklich Top-Zustand wie neu. Und wir haben ihn jetzt für 35 bekommen. So, dann ging es gleich weiter. Zwei kleinere Lego-Sets, je 15 Euro. Von Lego Jurassic World, das neue Königreich oder Dominion. Einmal dieses Set mit Owen und Rain Delacorte und dem Atrociraptor. So, das ist wohl diese Jagd auf dem Motorrad. Und hier haben wir auch von dem gleichen, da ist auch wieder Owen Brady dabei mit dem Pteranodon, mit dem Flugsaurier und Maisie. Die angelt. Ja, wie gesagt, je 15 Euro. Es ist echt, ihr könnt hier sehen, das ist nicht viel dabei. Aber es ist ein schönes Set. Kriegt das gar nicht hier aufgebaut. Da muss es hier hin. Geht nicht anders. Naja, wie gesagt, 15 Euro das Stück. Und bei dem Händler haben wir dann noch zwei kleine Lego-Figuren. Die sind noch nicht zusammengebaut aus dieser DC-Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Figuren das sind. Das eine ist Stargirl und das könnte sieht nach Aquaman aus. Ja, Aquaman. So zwei kleine von diesen Lego-Mini-Tüten hat er auch verkauft. Sollten je 5 kosten. Und wir haben es ja noch ein bisschen mit den Teilen jetzt hier gebundelt und billiger bekommen. So, ganz simpel gesagt. Gut, womit mache ich weiter? Ach, es ist
so viel Kleinkram, so viel große Sachen. Ja, fange ich an. Hörspiele. Ich habe ein paar Hörspiele gefunden. Die Hörspiele waren mit in einem Set mit vielen Filmen. Die Filme zeige ich euch nachher. Für das ganze Set, ich sag mal, haben wir 40 Euro gezahlt. Das ist, wird sehen, das ist ein mega Schnapper gewesen. Deswegen so zwischen 50 Cent und 75 Cent pro Kassette. Fast bis auf eine jetzt. Das war einmal Alf, Folge 1. Habe ich einfach mitgenommen. Oh, das kann man dann ja oben drauflegen hier. Dann habe ich mitgenommen, das war lose, aber Asterix Nummer 4, Der Kampf der Häuptlinge. Und hier habe ich auch, die Höhle ist kaputt, die Funkfüchse, Automatenknacke am Werk. Auch nur die Höhle, ist hier nur die Kassette, aber es sind halt 85er und ein 80er Jahre Hörspiele, deswegen habe ich sie einfach mitgenommen von Europa. Und dann gab es, da habe ich, glaube 50 Cent bezahlt, Muppet Babies Nummer 2. Ist ja auch aus den, oh, von wann ist das die Serie? 87, von 87. Ja, Hörspiele können immer sein. Und am gleichen Stand habe ich auch zwei Bücher bekommen. Das eine Buch finde ich jetzt gerade nicht noch. Beziehungsweise da, wo die Kassetten waren, da habe ich einmal so, ihr kennt ja diese Pixie-Bücher, sind für kleine Kinder und so weiter, aber da lohnt es sich auch mal durchzugucken, denn es sind auch einige, ja, 90er, 80er, na, zwischen 90er Jahre Zeichentrickserien verwurstet worden. Ich weiß zum Beispiel von vielen Disney-Sachen wie jetzt Gummi Bear Band und so weiter. Naja, und ich habe hier eine Serie gefunden, ich kann mich daran erinnern, aber das war Der Traumstein, Gefährlicher Ausflug. Sind auch nur so ein paar Bilderchen mit ein bisschen Text. Zeit für Kinder zum Vorlesen. Und das ist jetzt auch von, ich guck gerade, ob da ein Datum steht. Ne, Datum nicht, aber es ist auch 80er Jahre bestimmt. Und jo, ist halt, findet man auch nicht alle Tage. Und dann dachte ich mir, nimm es mit. Genau, und da gab es noch ein Buch, genau, das sehe ich jetzt hier gerade. Und zwar, wo wir bei Funkfüchse waren, auch ein Funkfüchse-Buch, denn die sind auch als Bücher im Hause Pelikan erschienen und daraus wurden dann Europa-Hörspiele. Und hier die Haschisch-Bande wird entlarvt. Haschisch-Bande. Ja, war auch eine coole Geschichte mit vier jungen Detektiven, Bohne, Bömmel, Michael und Delphin. Ja, dieses Buch gehörte sogar weggestrichen. Ist am Rahmen wie TKG und drei Fragezeichen, da ist sehr, sehr viel rausgekommen in den 80er, kann man sagen. Und ja, wollte ich dann auch mal mitnehmen. Ich hatte ja schon mal die Pizzabande mitgenommen, warum nicht das hier? Wie gesagt, das gab es, ich denke, sind nicht, glaube ich, je 50 Cent. Das mit den Filmen zusammen, das ist ein Riesenstapel, der fast bis zum Tisch hier geht. Deswegen wird das abenteuerlich und ich kann hier gar nicht alles aufbauen. Ihr werdet sehen, das wird hier auch alles verschwinden. Gut, weiter gab es bei dem noch weitere Bücher. Und zwar habe ich mitgenommen Das schwarze Auge, Glut. Die ein bisschen abgerannt ist, aber es zählt auch schon seltener. Indiana Jones, Rob McGregor, Das Geheimnis der Arche. Sehr guter Indiana Jones Roman ist. Also wir haben einige deutsche Romane gehabt. Und in dem Fall dann auch, den hatte ich jetzt nicht, aber auch nicht im super Zustand, auch Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Das ist jetzt die, ja, die Erwachsenenversion. Es gibt auch eine Jugendbuchversion, die habe ich bereits in der Sammlung. Bisschen geärgert, hinterher habe ich mich doch noch, weil das ist jetzt schon ein bisschen benutzt und used sozusagen. Und kurz vorm Ende haben wir noch, ich glaube für 1-2 Euro wäre es da gewesen auf so einem Tisch, wo alles 1 Euro, 2 Euro war. Ja, was wesentlich besser aussah, aber gut, der Roman ist mir jetzt nicht so wichtig, habe ich alle mal früher gehabt, deswegen, weil sie so selten sind, nehme ich sie mit. Es gibt einige Freunde bei mir, die auch Indiana Jones sammeln, somit passte das ganz gut. Genau, und bei dem Stand, wo die Filme später noch kommen, also das war wirklich das und die Kassetten, da ist noch, habe ich noch gefunden, Ein Limit war dabei, dein Disney-Magazin, was auch über Filme berichtet und ja, Poster weiß ich nicht, aber hier sind so Karten, Eishockey-Karten drin hat und Saurier war hier irgendwie was, Disney Comics, über Robocop berichtet, Marsupilami ist drin, ja.
Frau Kogen wäre da auch beim nächsten Mal dabei. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was sehe, was man so zeigen kann. Darkwing Duck ist hier scheinbar auch dabei. Roger Rabbit. Und, na, wo ist Robocop? Da. Und Robocop. Damit ist das auch was Witziges. Habe ich noch gar nicht, aber es gibt, mittlerweile werden die ja gesammelt. Warum dann nicht mitnehmen? So. Ich muss weitermachen, sonst wird es nicht aufhören. Ach doch, eine Kleinigkeit war doch noch da in Bezug auf Computergames. Nur die Anleitung von Kingdom Hearts 358/29 Days. Nur rein. Ist sogar ein kleiner Aufkleber drauf, muss ich noch abkleben, abmachen. So ein Handbuch. Das Spiel hat er nicht, aber Handbuch ist immer gut. Nur kann ich das ab. Ja, dann muss ich später machen. Den muss ich noch aufmachen, abmachen, den Aufkleber. Der gehört da nicht drauf. Ja, weiter geht es. So, was haben wir noch gefunden? So viel. Ihr werdet, es ist alles dabei. Filme. Machen wir, nee, noch nicht. Computergames. Machen wir es interessant. Wir haben zwei Lösungsbücher gefunden. Ich bin großer Adventure-Fan. Geheimakte 2. Puritas Cordis, ein Lösungsbuch. Gut, okay, das Spiel ist nicht gerade so schwer, dass man ein Lösungsbuch braucht, aber ja, das kostete mal 17 Euro. Und hier ein von Data Becker, ein Game Guide zu Gothic 3. Rollenspiele sind nicht schlecht, wenn man das hat. Ja, und das Adventure, ja, das ist wirklich gut. Der erste Teil ist ein Tick besser, der dritte schwächt alles so leider so ein bisschen ab. Aber der ist trotzdem ein sehr, sehr gut gemachtes deutsches Adventure. Habe ich sehr gerne gespielt. Was haben wir jetzt? Und ja, die Lösungsbücher konnte ich da nicht liegen lassen. Was haben wir dafür bezahlt? Ich glaube so 2,50 Euro das Stück. Weil es kam noch mit dem Game dazu. Ich überlege gerade, wo ist das Game, was dazu war. Genau. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzuhalten. Ja, es war noch hier dieses PC-Spiel Vampire World Port of Death. So ein Action-Adventure. So ein Adventure-Style. Kannte ich jetzt gar nicht. Und das Cover sieht echt klasse aus. Aber was soll's. Haben wir mitgenommen. Warum nicht? So, und das war genau bei dem Stand, und ich glaube, für das wollte er 10. Ich überlege gerade, ob noch was dabei war. Nö, mehr war nicht dabei. Ja, was soll's. So, ach doch, eine Sache gab es bei dem Händler noch. Der hat mir noch was geschenkt. Und zwar erzählte er mir, er hatte noch andere Big Boxen da, und ja, da hat man ihm aus einer Hülle die CD geklaut. So, und dann fragte ich so, ja, welche CD? Und dann sagte er, ja, Grand Theft Auto 3. Und dann habe ich gefragt, hast du die Box noch? Ja, hier schenke ich dir. So, habe ich eine Leerbox bekommen von Grand Theft Auto 3. CD findet sich leichter mal, und das ist, glaube ich, auch jetzt so eine Bundle-Version, aber für PC so eine Box macht sich immer gut. Ich glaube, ich habe die auch, aber sowas nehme ich immer mit. So, und bevor irgendwann der Akku alle ist von der Kamera und ich habe noch so viel zu zeigen, mache ich schneller weiter. So, dann habe ich für PC für, ich glaube, 2 Euro oder 1 Euro war das nur, die Sonderausgabe von Anno 1800. Der Key ist eingelöst, dadurch funktioniert er leider das Spiel nicht mehr, aber man kann es ja trotzdem kaufen. Das ist jetzt hier eine schöne Special Edition mit Soundtrack und solche Lithografen. Sehr, sehr schön gemacht, und wie gesagt, für den Preis hat man die Special Edition. Dadurch, dass es sowieso, wenn man digital sich anmeldet, kann man das auch günstig digital kaufen, und dann, ja, freut man sich darüber. Ja, ach, geht's weiter. Da ist noch ein PC-Spiel, was ich gefunden habe. Hat auch nur 1 Euro gekostet und mitgenommen wegen der Box. Earth 2150 Trilogy. Das ist so ein Mech-Echtzeitstrategie. Aber die Box hier sieht so, sieht richtig geil aus. Und ja, das Spiel hatten wir schon, aber in der diese Box nicht. Und für 1 Euro nehme ich diese Box, diese geile, gerne mit. Da sage ich nicht nein. So, und dann gab es für 50 Cent, einfach nur für die Sammlung, Resident Evil 4 PC. Diese Edition im Jewel Case hatte ich auch noch nicht. Ist nichts Besonderes, ist wirklich kein richtiges Handbuch dabei, ist nur die CD, und ja. Ich
Ich bin ja noch so angefixt durch den Trailer von Resident Evil 4 Remake, der jetzt nächstes Jahr kommt. Also das Spiel kommt nächstes Jahr. Der Trailer kam gerade raus und da ja, habe ich mich entschieden, das einfach mitzunehmen. Genauso wie ich mitgenommen habe, ich bin ja ein großer Sierra Adventure-Fan, so habe ich gefunden, für 3 Euro Gabriel's Knight 3, Blut der Verdammten, ist ein Echtzeit-3D-Adventure. Könnt ihr sehen. Und die Big Box, da ist noch ein Handbuch bei und ein Comic der Vorgeschichte für 3 Euro. Und ja, ich hatte es noch nicht in meiner Sammlung, diese Version oder beziehungsweise dieses Spiel. Also durfte es auch rein. So, was habe ich noch gefunden? Ja, eine geile Big Box haben wir gefunden. Nur die Big Box, aber wann findet man das? Speedball 1 für den Amiga. Das ist nur die Box. Und Handbuch, CD fehlt, deutsche Version. Aber ja, die Discs von Amiga findet man schneller als die Boxen und die sind Top-Zustand. Wahnsinn. Und es ist eben halt ein absoluter Kultklassiker, gerade auch Speedball 2. Ja, warum nicht? Sowas muss man mitnehmen, das darf man nicht liegen lassen. Ja, oh, es gibt, ihr werdet sehen, der Tisch wird hier gleich randvoll sein. Ich räume hier schon mal ein bisschen zur Seite, damit ich hier noch andere Sachen hinbauen kann. Es gab ein bisschen Kleinkram in Bezug auf Games. Die Hülle kostete 4 Euro. Da wollte er 4 Euro haben, aber für Amiga ist mir das wert gewesen. So, ich hoffe, ich finde alles so. Und dann gab es einen Stand, wo Merchandise lag. Spiel-Merchandise. Und das Ganze, was ich jetzt zeige, gab es für, ich glaube, 8 Euro. So, da war einmal ein Donkey Kong Fahrzeug. Das Witzige ist, ich habe schon weitere davon. Donkey Kong fehlt mir noch. Stehen im Regal. So, es fehlt der, steht der jetzt auch dazu. Dann gab es einmal zu Fallout 4 Pins. Ich vermute mal, dass die auch aus Lootboxen waren und ich glaube, Vorbesteller. Er sagte, der Händler, dass, oder der Verkäufer, dass er das von GameStop oder so als Vorbesteller bekommen hat. Also sind das solche Gimmicks. Wie gesagt, Fallout 4. Dann, ich wollte, habe das gleich zweimal lag's da. Mein Bruder meinte, er sagt, nimm nur einmal mit. Nein, habe ich gesagt, beides mit. Kingdom Hearts Jojos. Ja, ist einfach witzig. Dann findet man sowas und die war neu und ja, ist schon sehr geckig. Genauso wie wir auch gefunden haben, diese Shadow of the Tomb Raider, so ein Metall-Artwork, ist sogar offiziell und mit einer Nummer hinten drauf versehen. Nummer 4914 ist das. Echt cool. Dann gab es noch ein Attack on Titan Steelbook. Das ist nichts weiter als das Steelbook. Schön mit den geilen Grafiken zu dem Spiel. Ich glaube, das gab es auch als Bonus dabei. Ja, und Attack on Titan, die beiden Spiele. Attack on Titan 2 ist das sogar. Zu Attack on Titan 2 steht an der Seite. Ja, kann man sehen, hoffentlich. Durfte sein. Und das gab es wohl bei Vorbestellern, auch bei GameStop, das Artbook von Detroit Become Human. Ja, und wie gesagt, das Ganze für 8 Euro. Ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Für 1 Euro gab es auch einen Fast and Furious Schlüsselanhänger. Also ich stehe ja manchmal auf Film-Merchandise und Game-Merchandise sowieso. Und da, ja, wusste ich die Sache mit. So, das ist ein Film, den zeige ich später. Aber ein PC-Game oder ein Game haben wir noch. Das kostet 5 Euro. PlayStation 4 Civilization 6. Ja, der Sid Meier-Klassiker für die PlayStation 4. Warum nicht? Gut. Und dann geht es schon mit dem nächsten Game weiter. Aber diesmal ein Brettspiel. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich es nicht kenne, aber es hat 2 Euro gekostet, ist von Schwitzspiele. Drachenfels ist auch ein Spiel. Ich versuchte den Datum herauszufinden, aber es ist bestimmt aus den, das ist aus den 80ern. Ist ein Fantasy-Spiel. Hier heißt es, rette die Prinzessin, aber die richtige. Ja. Für 2 Euro fand ich das Fantasy-Spiel gar nicht so schlecht und warum nicht? Ich nehme sowas gerne mit. So, der Tisch wird voll und ich kann euch gar nicht alles zeigen, weil es einfach viel zu viel ist. Und dann gab es Filme und Bücher nur noch, die habe ich hier, aber es ist viel Stuff. So, ich habe eine ganze Kiste mit Büchern hier, auch filmbezogene oder gamebezogene, deswegen
die baue ich mir jetzt hier gleich auf. Hier gab es Tom Clancy's Ghost Recon Kampfeinsatz, den Roman. Es gab den Roman Crisis und alle Romane waren so um 2 Euro das Stück, kann man sagen. Wir haben die ganzen Romane, das ist ein Riesensatz. Mein Bruder hat da auch eine ganze Menge Battletech, werdet ihr gleich sehen. Und die haben alle zusammen, war es dann 2 Euro das Stück. Und ich versuche mal die Filmromane hier vorne, die Game-Romane hier vorne und die anderen hier hinter gleich aufzubauen. Ich stapel das ja einfach nur so. Dann haben wir hier noch Splinter Cell Endphase von Tom Clancy, den Roman. Gut, und jetzt kommen hier so ein bisschen Battletech. Ich werde es einfach nur mal kurz zeigen. Classic Battletech, Mission Kiamba. Das ist aus dem Fanpro Verlag. Dann ganz normal Battletech, Mech Warrior Dark Age, Festung Republik. Na, bleib oben. Egal. So, Battletech, Mech Warrior Dark Age, die Zweifel des Ketzers. Ich will auch gar nicht ins Einzelne gehen. Das sind auf jeden Fall sehr großartige Romane und richtig Battletech ist Mech-Action und das ist nach dem Rollenspiel. Robotech ist Vorbild sogar gewesen und Macross für die Modelle. Aber es hat sich zu einer eigenen Welt entwickelt. So, hier haben wir Nachfolgekriege von Battletech, die Kanone von Thunder Rock. Da hat einer seine Riesensammlung verkauft. Das waren noch Assassin's Creed-Romane, aber ehe ich mich versehen hat, hat dann jemand anders die in der Hand gehabt. Die Im Schatten der Bestie von einfach einem Battletech-Roman. Battletech Bürgerkrieg, Sturm auf Ark Royal, Battletech Blutige Jagd. Und da muss man aber auch gucken, im Fentro Verlag sind auch Altauflagen gemacht worden, wie zum Beispiel von Dings hier. Heine Verlag hat auch früher Battletech rausgebracht und einige sind wieder aufgelegt worden dort. So, weiter geht es. Ich habe hier Battletech, Nachfolgerkriege, Preladium, Battletech, Nachfolgerkriege, Wiege der Basilisken, Battletech, Sklave und Söldner und weiter geht es, Battletech, Mech Warrior, Dark Age, Chaos Test, Battletech, Soldat und Spion. Battletech, MechWarrior Dark Age, Blutavatar. Weiter geht es. Battletech, kalkuliertes Chaos. Battletech, MechWarrior Dark Age, Prinzip Wüstung. Und dann gab es noch eine weitere Serie, die mein Bruder da mitgenommen hat, 4 Teile von Mike Sheffert, von seinem Charakter Chris Longknife, einmal die Rebellen. Ist auch so eine Fantasy, Science-Fiction-Serie mit einer weiblichen Heldin, klang ganz interessant. Dann hier Unter Quarantäne, ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge es ist, aber 1 bis 4, die Invasion und das Kommando. Sind wie neu, ihr seht, sind teilweise wahrscheinlich noch nicht mal gelesen. Also echt top. So, dann gab es noch zum Game Homefront, Stimme der Freiheit, das Buch. Und woanders gefunden, ach ja, nee, das war nicht woanders, das war mit in den 8 Euro von dem Merchandise-Kram drin. Hitchcocks Geheimdienst, das verschwindende Dokument. Das ist so Alfred Hitchcock präsentiert, gab es diese Serie früher. Und das ist einer der, ja, das sind Kurzgeschichten, die damals als Roman waren. Von schon verschiedenen Autoren, aber irgendwie ganz witzig. Und in dem Preis habe ich das einfach dann mitgenommen. So, mein Akku fängt an schon zu schwächeln. Für Notfall muss ich einen Cut machen. Aber dann gab es massig Filme und die werde ich jetzt hier auch aufbauen. Und zwar gab es VHS-Kassetten. Ich habe ein paar VHS-Kassetten gefunden und auch ein paar schöne Teile dabei und die werde ich euch gleich mal zeigen. Einmal Spiel mir das Lied vom Tod, der absolute Western-Klassiker. Hier noch unverbindliche Preisempfehlung, 99,95 €. Und was ich so cool dran finde ist, das Logo des Videoverleihers ist hier drin eingedruckt. Richtig geil. So was ähnliches habe ich noch mal gefunden.
Ach, kann ich nur so rauflegen. So, dann gab es Knight Rider, Sie sind unschlagbar. Eine Kassette, auch ganz geil. Für die Videokassetten je 50 Cent. Genauso wie Pokémon, der Film mit Mewtwo. Das 150. Pokémon. Ja, nicht zurückgespult. Da ich keinen Videorekorder habe, kann ich es leider auch nicht machen. Und ein Disney-Film, auch ein Klassiker, die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Und hier ist das Gleiche, die Hülle ist leider schon angebrochen, weil es alt ist. Aber hier seht ihr, so ein Disney-Logo drin. Ist das nicht geil? Das ist Nostalgie. Und das sieht richtig toll aus, dieses Logo. Das macht es auch besonders, diese Videokassetten, fürs Regal zusammen. So, weiter geht es. Ein Film meiner Kindheit, aber ich habe ihn auch mal, muss ihn noch ein bisschen sauber machen, weil es, glaube ich, auch aus einer Videothek stammt. Ne? Nee, Kaufkassette, ohne Vermietrecht. Glücksbär hieß der Film. Hatte ich noch nicht. Ich bin großer Glücksbärchen-Fan, ja, auch nicht zurückgespult. Und hier ist noch eine komische Nummer dran, war wohl doch vielleicht mal in der Videothek. Ist mir aber relativ egal, weil Videothek, das ändert ja nichts mehr. So, weiter geht es. Es gab noch mehr Videokassetten. Und zwar, das ist eine Mietkassette gewesen aus der Videothek. Aladdin und der König der Diebe. Auch diese Fortsetzungsfilme von Disney sind schon etwas seltener. Dann hier Jurassic Park. Habe ich einfach so mitgenommen. Ich selbst brauche es nicht, aber ich kenne ein paar Leute, die Dinger, die gerne als Deko haben. Deswegen habe ich mich da entschieden, so ein paar Klassiker mitzunehmen. Ein paar werde ich vielleicht behalten, wie jetzt Spielmusik von Toto Glücksbichi, aber das war es auch. Und da hier Asterix Erobert Rom, so eine ganz, eher eine der ersten Videokassetten von denen, noch von Bild am Sonntag, auch nicht schlecht. So, dann gab es noch zwei Videokassetten, was für Kinder. Ich hatte schon mal eine gefunden und deswegen habe ich jetzt hier, ich glaube, 1 Euro habe ich bezahlt für beide. Zweimal die Schnorchel, es hat eine blaue Korallenkette und der Verräter. Ja. Das waren meine Videokassetten. Aber es geht mit Filmen voll weiter. Denn ich habe, gut, eine, ja gut, das fast alles jetzt, ja, muss ich sehen. Im Endeffekt sagte ich ja, das eine war, ja, ein Euro, bis zwischen Euro und 50 Cent jeder Stück. Da gab es einmal Best of Knight Rider, DVD, aber. Und hier Red Faction, die Rebellen. Das ist ein Animationsfilm zu dem Computergame. Der fehlte mir, mein Bruder, noch, den wollten wir unbedingt sehen. Ja, und jetzt ist der in der Sammlung. So, und dann gab es auch zwei Animes hinterher. Die waren bei den Büchern mit drin, in dem, die hat auch Animes verkauft. Viele hatten mich da jetzt nicht interessiert. Entweder hatte ich sie oder es waren nicht so meine Sachen. Eins fand interessant, aber ich hatte die habe ich ja sogar schon, wusste ich aber in dem Moment nicht, weil ich meine Liste auch vergessen habe. Und zwar Era. So eine Ghost in the Shell-Style-Serie auf zwei DVDs, schön in so einem Silberschuber, aber der macht sich gut. Da wird er immer wieder abgegeben. Und ein Anime, den ich nicht kannte, auch von Overfilm, ist, ich gucke gerade, ist sogar in Deutsch synchronisiert, The Weathering Continent. Richtig geiles Cover. Und das Coole dabei ist, dass wirklich, man merkt noch, wie er ist. Das ist erstmal schön innen bedruckt und ein schönes Booklet. Das war damals noch, ach, früher hat man das noch gemacht, so ein bisschen, sich Mühe gegeben. Und wie gesagt, das in dem Sinne, ich glaube, dadurch, dass mit dem Bundle war, etwa 2 Euro bis 2,50 Euro das Stück, selbst bei der Doppeldecke, also super. So, dann gab es für 1 Euro die Blu-ray, den wollte mein Bruder mal sehen. Magic to Win, sagt mir gar nichts. 3D Blu-ray, war sogar noch sealed, aber die Hülle war beschädigt, beim Reinigen haben wir das dann aufgerissen. Ja, und das, was ihr jetzt seht, wir kamen hin am Anfang auf den Flohmarkt und einer der ersten Stände, wo wir waren, da hat einer gerade ausgepackt. Und er hat seine gesamte DVD-Sachen, ja, wie soll ich sagen, rausgeschmissen. Bei dem Stand haben wir also super viele Filme gefunden und dadurch, dass wir das, was ihr jetzt fast alles seht, ich glaube, eine andere ist noch dazwischen, die wir noch für 1 Euro woanders mitgenommen haben, aber das meiste, ja, war, wie gesagt, 1 Euro das Stück, selbst Serienboxen auf Blu-ray. Also wir sind ganz erstaunt gewesen. So, und ich zeige euch die einfach mal. Da war zum Beispiel bei Planet der Affen Survival der letzte der Trilogie, der uns noch fehlt in der Sammlung. Dann Spartacus, die komplette Season 1, Blood and Sand,
wie gesagt, Blu-rays, DVDs wie neu, top geleckt. Nein, nicht wie geleckt, sagt man doch so schön. Die komplette Season 2, Spartacus Vengeance. Dann, ja, warte mal, da ist noch eine Spartacus, die komplette Season Gods of the Arena. Gab es auch, gab es noch ein, ne, das war's an Spartacus, aber dann gab es auch, ja, Walking Dead. Das habe ich jetzt ein bisschen durcheinander. Walking Dead Staffel 4, Staffel 3. Wie gesagt, 1 Euro, vielleicht 1,20 Euro pro Stück, wenn man es komplett sieht. Wahnsinn. Erste Staffel. Dann haben wir hier die zweite Staffel. Noch TV-Movie-Aufkleber. Alle im Pappschuber, hier sogar mit limitierten Postkarten. Fear the Walking Dead Staffel 1. Und es geht mit Serienstaffeln weiter. Ja, genau, hier ist noch eine Spartacus Season 3, War of the Damned. Dabei, achso, nur die eine ist auf DVD, die hat er ja da nicht anders liegen, diese Gods of the Arena, aber in dem Sinne für den Preis kommt man nichts sagen. Und Vikings Staffel 1 und 2, auch in dem gleichen Bundle mit, Wahnsinn. So, dann gab es noch ein paar normale Filme. Was heißt normal? Normal sagt sich immer so einfach. Hatten wir noch nicht in der Sammlung, fehlt wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Schuber mit Titel, aber das war Steelbook und wie gesagt für 1 Euro etwas. White House Down, Channing Tatum und Jamie Foxx war das, von Roland Emmerich, der Actionfilm. Ist okay, aber hatte ich noch nicht und warum nicht. So, dann den gab es aber woanders, auch für 1 Euro, The Raid 2, auch ein cooler Actionfilm, soll er sein. Ich habe ihn selbst immer noch nicht gesehen, werde ich jetzt endlich tun. Dann zwei DVDs, aber jo, hat auch was zu Lego-Filmen, Lego Super Heroes, Justice League, Cosmic Clash einmal und Lego Super Heroes, DC Super Heroes, Gerechtigkeitsliga vs. Bizarro Liga. Ja, Disney-Filme können immer gut sein. Und eigentlich nur zur Vervollständigung habe ich die mitgenommen. Ich habe da schon eine Blu-ray-Trilogie-Box, aber den Preis für jeden Euro. Und dann dachte ich mir, als Resident Evil-Fan will ich auch nochmal die Discs einzeln haben von dieser Edition. Obwohl, ich glaube, ich hätte die andere Afterlife und Retribution, glaube ich, auch mitnehmen können. Die habe ich eine andere. Ah, nee, ist egal. Ich habe mitgenommen noch Sealed Resident Evil 1. Resident Evil 2 ist normal. Und Resident Evil Extinction, der dritte Teil. Also Teil 2 war Apokalypse und ja, wie gesagt, für jeden Euro habe ich da zugegriffen. Ja, das war der Flohmarkt heute. Ihr seht, eine mega Ausbeute und ich habe nicht damit gerechnet, so viel mitzunehmen. Es war ein ziemliches Geschleppe, gerade durch die Bücher, das war sauschwer und ja, ihr seht, ich konnte das nicht mal vernünftig aufbauen, weil es einfach so viel ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch gezeigt habe, was wir gefunden haben. Sagt mir, was euer Highlight da ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, ein Like, jo, oder ein Dislike, wenn ihr, ja, aber wenn ihr disliked, dann auch mal schreibt mal warum. Ja, wenn ihr neidisch seid, dann das tut mir leid. Ich verfreue euch da. Genau, und ja, kommentiert. Ja. Ansonsten gibt es jetzt noch mal ein paar Bilder vom Ende. Ich werde das noch mal ein bisschen anders aufbauen, damit ich noch mal so Schwenks machen kann. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was dann kommt.